Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Da ja Mediamarkt bis heute noch die 3 für 2 Aktion war, habe ich gedacht, ich gehe noch einmal vorbei, gucke mal ein bisschen rum, ob ich noch irgendwas finde oder so. Tatsächlich noch ein paar Sachen gefunden und die wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Fangen wir mal an, hätte mir als erstes das Haus der 1000 Leichen von Rob Zombie hier auf Blu-ray in der Uncut-Fassung. Film habe ich ja schon auf DVD gehabt, das war so Börse-DVD. Da war Bild und Ton auch gar nicht so schlecht, aber hier ist Bild und Ton absolut top. Könnt ihr ja mal gucken, wenn die Kamera scharf stellt. Ja, ich denke, so sieht man es. Ich denke, zum Film selber brauche ich nichts sagen. Absolut geil, ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und war gar nicht teuer, kostet auf Blu-ray 10,99 und auf DVD 9,99. Also wenn denn sich jemand upgraden will, hat er jetzt die Möglichkeit dazu. Das nächste ist auch ein Update. Ich sage gleich was dazu, und zwar hier, der First Avenger, The Civil War. Den habe ich zwar schon auf Blu-ray, aber das ist ein englischer Import Blu-ray mit so einer dicken Hülle. Und dann ist auch das Cover da vorne an der Seite breiter, dann passt das nicht so eine schwarze Hülle rein. Und ich wollte gerne alle drei einheitlich in schwarze Hülle haben. Nehmen wir hier noch mal mitnehmen, weil wie gesagt, 3 für 2, dann sehe ich den einfach als dritter Film, wo ich geschenkt gekriegt habe. Und so habe ich es jetzt alles schön einheitlich nebeneinander stehen. Als nächstes, der Film passt jetzt gerade gut zu Weihnachten, und zwar hier, Schöne Bescherung mit Chevy Chase, den hatte ich einmal, aber irgendwie finde ich den nicht mehr. Kann sein, dass ich den mal hergebe, oder dass den meine Cousine oder mein Cousin oder so irgendjemand hat, ich weiß es nicht. Aber wenn ich da rumliege gesehen für 4,99 Euro, nächstes Jahr nehme ich gleich mit. Sage ja viele, dass das der absolut beste Weihnachtsfilm ist. Kann ich mich eigentlich anschließen, obwohl ich jetzt da nicht so, so unbedingt der Hitliste habe. Mir gefällt der, mir gefällt The Grinch, kann ich mir immer gut angucken, Weihnachten. Oder Santa Claus mit Tim Allen finde ich nicht schlecht. Oder auch Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger. Das sind so die Weihnachtsfilme, wo ich immer angucke. Das letzte Einhorn natürlich. Und das, was ich hier gemacht habe, war Tüll ausgetauscht, weil da war so komische Sparmarke wieder außenrum. Das ist auch so etwas, was ich nicht verstehe. Wenn so Hülle, sagen wir mal, 100 Gramm wiegt, der Beispiel. Und die standen sie dann da und da hinten drauf was aus, dann wiegt sie nur noch, was weiß ich, 60 oder 70 Gramm. Da ist auch die Umwelt trotzdem belastet. Vor allem schmeißt man ja seine Hülle nicht fort. Im Gegenteil, ich schmeiße eigentlich die Sparmaris fort. Und machen wir gescheit darum, also verstehe das sie nicht ganz hinter drauf. Aber naja. Dann das nächste ist ein Upgrade von DVD auf DVD. Jetzt wäre viele sagen, oh, hat er sich versprochen? Nee, nee. Und zwar hier der Animal Farm. Den habe ich schon auf DVD. Allerdings in so komische Buchedition. Das Ding ist noch einmal 2-3 cm höher und schmaler. Und ist auch aus Pappe mit ein paar Seiten drin, aber ich wollte ihn in so einer stabilen Amari haben, weil der passt da auch besser zu den anderen Filmen dazu, wie dass man da zwischen seinen Amaris dann auf einmal da so ein dünnes, langes Buch dazwischen drin stehen hat. Zum Film selber, meiner Meinung nach, einer von den absolut geilsten Zeichentrickfilmen überhaupt, mit einer richtigen, wo man drüber nachdenken muss, Thematik. Ich will da auch nicht zu viel vorwegnehmen, die, den Film kennen, wissen, um was das es geht. Ihr könnt da einmal lesen, ne? Ich weiß gar nicht, steht hinter dran noch ein Bild oder irgendwas? Guck mal. Ah, noch ein paar Taube. Ja, absolut geil. Nehmen wir jetzt auch mitgenommen. Dann über den nächsten Film kann ich noch gar nichts sagen, bloß was ich schon gehört habe. Und zwar hier: Hereditary, das Vermächtnis. Sage ja viele. Es wird einer von der absolut geilsten Horrorfilme aus den letzten Jahren. Dahinter steht ja irgendwas. Der Höhepunkt des Horrorfilms der letzten 50 Jahre. Ich meine, die schreibe immer viel so drauf. Aber was ich jetzt auch schon von euch so gehört habe, war eigentlich durchweg immer positiv. Ich glaube, euer einziges Mal habe ich eine schlechte Bewertung über den Film gehört. Aber auf den bin ich auf jeden Fall ultra gespannt. Ich gucke mir jetzt am Wochenende danach an. Weil unter der Woche komme ich jetzt nicht so dazu. Aber da bin ich echt immer gespannt. Aber ihr könnt mir ja trotzdem mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr den so fandet. Aber bitte nicht spoilern. Und der letzte Film ist für meine Disney-Sammlung. Und zwar hier, Taran und der Zauberkessel. Ich finde den absolut geil. Es gibt viele, die sagen, gerade der Film wäre jetzt überhaupt nicht gut und nicht Disney-typisch. Mir gefällt er. Der wäre als Kind gesehen, Aruf und runter geguckt. Hätten wir jetzt auch mitgenommen. Ja,
und sehe den quasi als dritter Film, wo ich geschenkt habe, habe ich nicht mal viel Geld dafür ausgegeben.